München, den 5. April 2077, 14 Uhr, Nähe Klinikum Zentrum West. Das Pflaster schüttelte meinen Kinderwagen durch. Ich versuchte, etwas langsamer zu schieben. Meine Kleine würde sonst zu sehr durchgerüttelt. Die Sonne schien auf meine Schultern. Meine Haut wurde gewärmt. Ich hatte meine Jacke in meine Tasche gestopft. Ich mag schulterfreie Kleider. Überhaupt Kleider. Weibliches. Warum hat mich mein Mann nicht so gewärmt wie die Sonnenstrahlen jetzt? Er hat mir ein Kind geschenkt, nur meiner Seele hatte er nichts zu schenken. Warum hatte ich das nicht rechtzeitig erkannt? Wollte ich ein Kind von ihm? Nein. Als ich schwanger war, wollte ich es. Ich habe es immer geliebt. Von der ersten Sekunde an, als mir bewusst wurde, dass du da bist, Kleines. Aber ich musste dich retten. Dieser Mann war nicht gut für mich und hätte dir auch Schaden zugefügt. Meine Kleine, ich habe alle Empfindungen für dich, auch Empfindungen, die ich vorher nie hatte, ja gar nicht wusste, dass diese existieren würden. Nein, dieser Mann ist kein Verlust. Ich verliere nichts an ihm. Während ich diese Gedanken forme, rüttelt ein Loch meinen kleinen Wagen besonders hart durch. Ich muss mehr aufpassen. Es ist wichtig, dass du sanft und geborgen durch diese Welt kommst, mein Kleines. Ach, würde ich dir doch, mein Kleines, in wenigen Minuten die Welt erklären können. Das Wissen, was ich jetzt schon habe, einverleiben. Welchen Schmerz könntest du doch vermeiden? Ich konnte dieser Wendung meines Gedankens kein Gewicht geben. Viel zu abwegig und unerfüllbar war dieser doch. Mein Herz, so bleibt mir nur, dass ich dich beschützen muss, immer und immer wieder. Es zerreißt mich förmlich, wenn ich daran denke, wie es dir später ergehen könnte. Ich möchte nicht, dass du jemals so fühlst wie ich, diesen Schmerz, dieses Falsche, diese Kälte. Wirst du mich dir erklären? Wirst du so viel Mut haben, es zu tun? Und wann? Rechtzeitig noch? Oder erst, wenn es zu spät ist? Mein Liebes, du wirst es doch tun, mich dir anvertrauen? Nein, meine Tränen und mein Betrübnis darfst du nicht sehen, mein Kleines. Was sollst du vom Leben sonst glauben, was das ist? Meine von der Sonne gewärmten Schultern sollen für dich genug sein, dass du weißt, dass das Leben schön ist, auch wenn du nicht siehst, dass diese gestreichelt werden. Wirst du deine Zweifel zerstreuen, wenn ich dir sage, wie das Leben wirklich ist? Oder wirst du den Lügnern glauben, die leider zu oft in Männergestalt deinen Reizen erliegen? Aber diese werden sie nicht huldigen, sondern genau das Gegenteil tun, dich dafür in Scham versetzen, nur damit sie sich überlegen fühlen, wirst du ihnen verfallen? Mein Kleines, ich bin sicher eine Heldin im Überlebenskampf, und jetzt werde ich eine Heldin werden müssen, dir beizubringen, dass du diesen Kampf niemals führen musst. Ja, ich möchte dich aufheitern. Siehst du mein Lächeln? Meine feuchten Augen, das sind nur etwas Tränen, weil die Sonne, weißt du, die hat mich gerade etwas geblendet. Sie strahlt mir genau ins Gesicht, Kleines. Es ist wunderschön im Frühjahr. Mit dir ist es immer Frühjahr, meine Kleine. Deine Feinde sind alles, was dich unglücklich macht. Ich werde sie verjagen. Ich werde zum Jäger, der ihnen hinter jedem Busch auflauert. Meine Kleine, meine Einzige, was bist du für mich nun, mein Halt, auch mein Lachen, mein wohliges Gefühl nach dem Essen. Ich bin nur noch du. Die romantische Novelle könnte von Novalis sein. Sie schwirrte mir durch den Kopf, als ich Richtung Parkplatz fuhr. Die Kleine schlief tief. Die frische Luft tat ihr gut. Warum romantisiere ich das alles? Verdränge ich? Ja, so sehr. Meine Träne, die mir gerade die Wangen herunterkullert, legt Zeugnis ab darüber, dass meine Situation Fluch und Segen zugleich ist. Jeden Tag verhandle ich aufs Neue aus, ob nun Fluch oder Segen gewinnt.
Ich kämpfe jedes Mal wie eine Löwin, dass es der Segen sein müsse, damit ich lachend vom Verhandlungstisch aufstehen kann und sagen kann, ich bin glücklich. Aber bin ich das, wenn ich darum kämpfen muss, es zu denken? Die Nächte haben mir meine Freundinnen oft versüßt. Ohne sie, ich weiß nicht, meine Kleine, ob ich noch da wäre. Warum sind Männer nicht wie Freundinnen? Warum sind sie nicht weich und zart und ohne Aggression? Warum lieben sie nicht einfach und lassen ihre Machtspiele einfach sein? Ihre Abwertung weiblichem gegenüber, nur damit sie sich männlicher als Mann fühlen? Wer hat ihnen gesagt, dass sie ihre Gefühle verstecken sollen? Macht sie das zum besseren Liebhaber? Sie schämen sich für Weichheit, wie ich darunter gelitten habe, dass er so schroff und kalt war. Ich bin erfroren neben ihm, obwohl er neben mir lag. Nein, das war so falsch. Ich will mir das nie mehr vorstellen, mein Kleines. Ich habe überlebt, weil es dich gab. Der Wind frischt auf, das Wetter schlägt um. Ich ziehe mein Strickjäckchen aus der Tasche und lege es um meine Schultern. Jetzt fällt nicht mehr auf, dass meine Augen immer noch nass sind, weil ich sie gegen den Wind zusammenkneifen muss. Nur gut, dass meine Augen niemand gesehen hat, als die Sonne schien, als meine Seele ihre wahren Gefühle offen darbot. Ich bin gern allein. Verdammt, ich bin es nicht. Ich bin es nur, damit niemand sieht, wie ich leide. Ich halte dich jetzt in Gedanken fest in meinen Armen. Lass dich nie mehr los, meine Kleine. Du bist das Pfand, das ich eingelöst habe, um mein Leben gerettet zu bekommen. Du hast dein Versprechen gehalten, mich gerettet. Werde ich jetzt untergehen bei dem Versuch, dich auch zu retten, dich vor allem Unheil zu schützen? Werde ich im Sumpf dieser Aufgabe versinken, eine Märtyrerin werden? Immer noch halte ich dich in Gedanken in meinen Armen. Du brauchst meine Liebe so sehr. Ja, ich werde dir zeigen, dass du sie dir holen sollst. Aber warum sollen das Männer sein, die oft so schäbig und hart zu uns Frauen sind? Wer hat diese Regel aufgestellt? Ich werde dir die Augen öffnen, dass das Geschlecht egal ist. Das Wichtigste ist die Liebe. Ja, es gibt auch liebe Männer, aber die sind so rar gesät. Pass auf dich auf, Kleines. Du bist zu zart für einen einzigen Fehlversuch. Es ist deine Zärtlichkeit, die mich nicht verzweifeln lässt. Warum denke ich ständig, ich bin unfrei, habe keine Minute mehr für mich, wurde aus meinem Leben gerissen, das ich führte, aber war es nicht ein jämmerliches Dasein? War es nicht so, dass erst durch dich, Kleines, mein Leben erst einen Sinn eingehaucht bekommen hat? Sollte ich nicht endlich verstehen, dass durch deine Geburt auch ich erst geboren wurde? Das, was ich heute bin? Warum traure ich Zeiten nach, in denen ich nur Dinge tat, die ich wollte? Sind diese wichtig, wenn du jetzt bei mir bist? Wozu? Sollte es ein Mann sein, der zu mir findet, werde ich, mein Kleines, sofort erkennen, ob er empathisch ist und zu Liebe fähig, oder ob patriarchale Prägung ihn nicht so weit geschädigt hat, dass er keine Gefühle mehr zeigen kann. Und, mein Kleines, ich werde dir alles beibringen, was du wissen musst, um diese Männer zu sehen, andere stehen zu lassen, ihnen ihren Platz zu zeigen, der nicht neben dir sein wird. Dieser Tag, es war jetzt ein stürmischer geworden, vielleicht bekommen wir sogar Gewitter. Die letzten Nächte waren sehr finster, schlaflos. Sorgen um dich, um uns, haben mich übermannt. Aber keine Sorge ist zu groß, meine Kleine, dass sie meine Dankbarkeit verjagen könnte, die damit verbundene Glückseligkeit. Eine Mutter zu sein ist mehr als ein Kind zu haben. Mutter sein bedeutet, keine Furcht mehr zu haben, auch nie mehr die Furcht, keine Liebe mehr zu bekommen, denn diese gibst du mir jeden Tag. Mutter sein bedeutet, immer zu lieben, jede Minute. Mutter sein bedeutet, in Liebe aufzugehen
und in einer dritten Dimension zu fühlen, zu denken und zu handeln. Alles andere wird unwichtig. So unwichtig. Komm, Kleines, lass uns reingehen, du musst schlafen. Ich leg mich zu dir, damit du spürst, dass du niemals allein gelassen wirst von mir. Wie kann ich Energie verlieren durch deine Nähe? Niemals. Ich werde über mich hinauswachsen, da du sie mir jeden Tag schenkst. Und wenn ich 1000 Essen zubereite, 1000 Reden halte und 1000 Dinge dir beibringen muss, es wird mich erfüllen. Ich küsste meine Kleine auf ihre Stirn, aber sie schlief schon die ganze Zeit so fest, als ob sie die letzte Nacht keinen Schlaf gefunden hätte. So fest schläft nur ein Kind, das weiß, dass es beschützt wird. Der Flur war vertraut. Ich schaute in den Briefkasten, Werbung, Zeitungen, nichts von Bedeutung. Ich klappte den Kinderwagen zusammen und stellte ihn unter die Treppe. Meine Kleine trug ich in der Tasche hoch in die Wohnung. Die Räume waren warm und friedlich. Wie reich ich doch war. Viele Mütter haben kein Zuhause, wissen nicht einmal, wo sie die nächste Nacht schlafen werden. Und sie tragen ihre Kinder in Tüchern am Körper. Was sind das für Wesen? Wie überleben sie überhaupt? Nein, es sind keine Menschen mehr. Sie sind Nymphen, Engel, Elfen und übermenschliche Fabelwesen. Mütter sind keine weltlichen Gestalten. Liebe Männer, wenn ihr auch so liebt, dann zeigt es und zeigt es euren Freunden in euren Männergruppen, wie es sich anfühlt, ein liebender Mann zu sein. Hört auf, euch dafür zu schämen, Gefühle zu zeigen. Bis ihr das geschafft habt, werde ich mir jetzt einen Tee kochen und meine Freundin anrufen. Bis bald, ihr lieben Männer und die anderen. Bleibt, wo ihr seid. Bitte. Euch braucht niemand. Auch wenn ihr glaubt, ihr seid so wichtig und stark. Ich brauche eure Stärke nicht und euer Machtgehabe. Ich fühle mich deshalb nicht geborgen und beschützt, sondern ich fühle mich einsam und allein neben euch. Ich fühle mich gar nicht. Ich bin gar nicht vorhanden. Habt ihr schon an Wochenbetten geweint, ja? Dann lasst es mich wissen und ich gebe euch eine Chance. Der Tee ist gut. Ich schmachte nach Nähe, nach Berührung, nach allem, was eine Frau braucht. Meine Freundin wollte nachmittags vorbeikommen. Sie wird mir ihr Leid klagen, ihre Beziehung läuft nicht gut. Warum muss sie durch dieses Tal der Tränen? Wie viele werde ich noch retten müssen? Werde ich die Kraft haben? Es ist schwer, ohne einen liebenden Partner, egal ob Mann oder Frau, zu leben. Wenn du einmal so eine wundervolle Zweisamkeit gespürt hast. Es ist die Erfüllung und der Maßstab der Dinge für dich. Wirf aber trotzdem nicht alles andere hinfort, was am Wegesrand noch blüht, was dir darüber hinaus auch noch Freude schenken kann. Nimm auch das Gänseblümchen, das Veilchen und eine Pfingstrose mit. Du kannst trotzdem dabei auf den Rosenstrauß warten. Genieße, meine Liebste. Genieße.